Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser Schlacht von Paris oder was das hier ist, ne? Und ja, ich habe da beim letzten Mal einen ziemlichen Fail gehabt. Und ich habe allerdings jetzt eine Idee. Ich habe mir jetzt den Bürger hier einfach mal genommen und hier einfach mal drei Türme hingestellt. Gut, locke ich gleich mal die französische Armee rein. Und dann hoffe ich mal, dass das ausreicht. Weil wenn die Einheiten zu wenig sind, dann habe ich wirklich ein Problem. Und da kam ein Scharfschütze einfach mal so ins Bild gelaufen. Alles klar. Da kommen sie schon. Was machen die denn? Da kommen sie schon. Okay. Ja, dann. Warum kommen die denn schon? Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt gerade übel, dass die jetzt schon kommen, ja? Und Wellesley, geh raus da. Wellesley, geh raus da, verdammt nochmal. So, verdammt nochmal. Okay, Leute, der eine Turm hier steht. Ja, ich hoffe, dass das ausreicht. Okay, eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. ja, meine Frau war ganz kurz da, deshalb... Okay, Leute. Ich würde sagen, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Die ziehen sich zurück, oh mein Gott. Okay. Ja, das war echt nötig mit den. Die Frau baut da noch die Türme auf. Oh Mann. Okay. Als er die Franzosen bei Toulouse geschlagen hatte, oh, cool. War Sir Arthur Wellesley zum Herzog von Wellington gemacht worden. Der eiserne Herzog, wie seine Feinde ihn nannten. Napoleon Bonaparte hatte drei Tage zuvor bei Fontainebleau kapituliert. Es sollte Monate dauern, bis er und Wellington sich auf dem Schlachtfeld begegneten. Natürlich kapituliert der. So normal. Machen die Franzosen doch immer. Naja, gut. Ich glaube, wir haben's, oder? Wir haben's. Tatsächlich. Wir mussten noch nicht mal alle kaputt machen. Schaut mal. Wir mussten noch nicht mal alle kaputt machen. Euch alles klar, ich verstehe schon. Gut. Ja, das hätte ich wirklich eigentlich noch in der letzten Folge machen können. Aber gut. Alles klar, Leute. Nochmal kurz speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Mission der englischen Kampagne. Es ist schon soweit, ja. Letzte Mission, oh mein Gott. Glaube ich zumindest. Also müssen wir jetzt mal gucken. Ja, die Schlacht von Waterloo. Warum ist hier keine Musik? Naja. Video. Nach Napoleons Niederlage 1814 und seiner Verbannung nach Elba bestieg das korrupte Bourbonenregime wieder den Thron Frankreichs. Aber nicht für lange. Napoleon entkam aus dem Exil, kehrte nach Paris zurück und scharte in drei Wochen eine Armee um sich, die Bourbonen nach Brüssel jagte. Im Schock der sich überstürzenden Ereignisse bildeten die Großmächte Europas eine Allianz. Sir Arthur Wellesley, der erste Herzog von Wellington, sollte das Hauptkontingent der alliierten Kräfte gegen Napoleon führen. Die beiden großen Feldherren sollten sich erstmals auf dem Schlachtfeld begegnen. Der Herzog von Wellington nahm die Aufgabe an, aber die Ironie der Situation entging ihm nicht. Napoleon und die Franzosen glaubten, sie würden für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kämpfen. Die Allianz hingegen wollte einer aussterbenden Aristokratie wieder zur Macht verhelfen. Wie auch immer, Sir Arthur war fest entschlossen, die Schlacht zu gewinnen. Ah ja, Leute, alles klar. Also es geht wieder gegen Frankreich und Napoleon. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Französische Revolution 1789. Glaube ich zumindest. Ja, ganz genau. Und wir haben eine Schlacht in Brüssel. Und hier ist Amsterdam noch, okay. Krass, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, der Herzog von William muss überleben. Treffen Sie sich in Brüssel mit dem Herzog von Wellington. Er wird Sie über den bevorstehenden Angriff der Franzosen informieren. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Dann legen wir einfach mal los. Gut, Cutscene.
In Europa droht wieder Krieg, doch in diesem Palast amüsieren sich die verbannten französischen Adligen bei einem Ball. Meine Männer sterben, damit die wieder an die Macht kommen. Dennoch sehne ich mich nach dem Schlachtfeld, um mich mit Napoleon selbst zu messen. Sir, ich komme von der belgischen Front. Französische Truppen sammeln sich jenseits der Grenze. Ihr Angriff scheint bevorzustehen. Haben wir Nachricht über unsere preußischen Verbündeten? Wir brauchen schnellstens Blücher und sein Heer. Sir, laut unseren letzten Meldungen rücken sie von Nordost vor. Mehr wissen wir nicht. Ihr müsst General Blücher sofort finden. Sucht ihn im Umland östlich von hier. Bestimmt seine Position und macht mir Meldung. Sofort. Oh, das erste Mal greifen die Preußen mit ein. Okay, ich verstehe schon, ja. Sehr interessant. Gut. Okay. Okay, wir haben hier noch 11 Punkte, Leute, würde ich sagen. Infanteriedistanzangriffe, so. Was habe ich da jetzt genommen? Einen Moment. Einfach Angriff, ja, das ist gut. Angriff ist immer gut. So, was müssen. Ach du, haben wir schon viele Punkte. Ihr Boot muss General Blücher und die Preußen um jeden Preis erreichen. Wenn nicht, verlieren die Alliierten den Krieg. Ja, klar. Ist okay. Gut, Leute. Alles klar. General Blücher. Ist ein Deutscher, ne? Preuße? Ja, Preußen, natürlich Deutsch. Ist doch normal. Ernsthaft? Oha. Was ist das denn? Okay. Ein Scharfschütze. Weg damit. So, Leute. Gut, speichern erstmal. Ach du Heilige. Da wird schon wieder rumgeballert. Naja, gut. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter hier. Los. Ach du Scheiße, so viele Scharfschützen hier. Mensch. Das ist der Bote, ne? Ja, das ist der Bote. Und ja, da oben war noch ein Scharfschütze. Ich hoffe, dass ich das schaffe mit dem. Gut, dann macht ihn noch kaputt. Los. Und eine kleine... Na, oder doch nicht. Nee, okay. Ich dachte schon, ich muss wieder Pause machen. Gut, hier. Eine kleine Pause, Leute. So, da bin ich wieder. ja, gut. Alles klar. So, kleine Pause. gut. Kürassier, komm mal weiter. Ich komm mal wieder hier hoch. Los. Ich hoffe, dass ich hier noch durchkomme mit dir. Wirklich, da ist noch ein Scharfschütze. Das sind noch Scharfschützen. Wie viele Scharfschützen? Kriege ich die überhaupt hin, alle? Muss ich gleich mal gucken, ne? Ob ich überhaupt gegen die kämpfen muss oder ob ich einfach durchrennen muss. Muss ich gleich sehen. Also auf jeden Fall sind hier viele Scharfschützen. Na, und was willst du dahinter? Wirklich? Alles klar, Leute. Ja. Ganz genau, ja. Dadurch ist mein Timer jetzt natürlich hier oben kaputt, ne? Durch die zwei Pausen, aber ist okay, Leute. Ah, hier muss ich hin, genau. Nach Belgien. Okay, Leute. Was? Mach mal aggressives. Ah, perfekt. Wir kämpfen um unser Leben. Napoleon hat uns aus den Gigi gejagt. Ja, dann okay, komm. Kommt, dann los hier, los. Dann greift an. So, was haben wir hier? General Blücher wurde von den Franzosen bis Wavre verfolgt. Sie müssen beseitigt werden. Ja, dann mach das, komm. Dann mach die Franzosen kaputt. Wir haben die Verfolger geschlagen. Ah. Sofort zu General Wellington. Sagt ihm, wir formieren uns noch. Okay. Aber der Bote von Blücher traf nie ein. Oh nein. Herzog von Wellington musste in die Schlacht ziehen und wusste nicht, ob die Preußen bereit waren. Wir können nicht mehr warten. Macht unsere Truppen mobil. Ich reite sofort ins Lager und mache die Soldaten bereit. Na toll. Der ist auch ein bisschen ungeduldig, oder? Mensch, 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 ich kann nicht mal ein paar Minuten warten. Herrje, herrje. Naja, gut. Zeltlager. Hui. Mein Lord,
Unsere kleine Streitmacht ist kein Gegner für Napoleon. Wir müssen Infanterie und Dragoner verstärken und eine angemessene Zahl Kanonen aufbringen. Kanonen also, okay. Kanonen also, Gut, dann nehme ich, dann verstärke ich mal die Kanonen. So, wir haben doch hier, so, Reichweite können wir noch ein bisschen. Na, das war's auch schon, okay. Gut, Leute, was haben wir jetzt hier? Bauen Sie Ihre Truppen auf und bereiten Sie sich auf den französischen Angriff vor. Okay, Leute, wir haben Bürger. Ja, diese Zivilisten sind das Ingenieurkorps der Alliierten und für Bauarbeiten zuständig. Bewacht sie gut, denn es ist keine Zeit, Ersatz für sie anzufordern. Ah, okay. Die sind also unersetzlich. Okay, gut. Dann bauen die jetzt einfach mal ein paar Baugebäude hier. So, zack. Alles klar, Leute. Gut. Dann baut ihr erstmal schnell auf hier. Und jo. Dann würde ich sagen, können wir die hier mal ein bisschen verstärken. Die hier mal ein bisschen verstärken. Und vor allem die Kanonen hier ein bisschen verstärken. Alles klar, Leute. Wir brauchen nämlich... Oh. ...unsere Position auf dem Berg Mont-Saint-Jean bei Waterloo zu befestigen, während wir Truppen sammeln. Hier auf der Karte. Von diesem Hügel aus kontrollieren wir jeden Zugang nach Brüssel. Ja, toll. Die Franzosen werden da angreifen. Es wäre klug, dass ihr dort auf... Oh, Leute, euer Ernst. Ist das euer Ernst jetzt, wo ich hier fertig bin mit dem Aufbau? Naja, gut, okay. Gut, dann... Naja, wohl eigentlich nicht. Eigentlich kann ich die alle hier sammeln, ne? Gut, dann bau mal jede Menge Bronzekanonen. So, dann haben wir hier... hier. Dann haben wir hier noch Reiter. Und hier haben wir jetzt noch unsere... Oh. Handkanoniere haben wir. Scharfschützen, Leute. Wir haben Scharfschützen, aber die sind übelst teuer. Warum? Ah, weil ich so viele Kanonen gebaut habe. Ich habe nicht so viel Infanterie, ne? Ich habe nicht so viel Infanterie. Hm. Ja gut, aber die sind halt am Aufladen, ne? Ja. Was mache ich da denn jetzt am besten? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gut, dann baue noch mal Reiter. Und Handkanoniere kann ich noch bauen, ein paar. Ich dachte, nur drei Stück. Nee, Handkanoniere, die treffen ja nie, das ist ja... Ja, okay, egal. Bauen Sie Ihre Truppen auf und... Ja, okay. Jetzt soll ich mich auf einmal hier aufbauen. Nee. Leute, nee, das könnt ihr nicht erwarten. Wirklich nicht. Gut, Leute. Wir waren ja hier, genau. Das hier, was ist das hier eigentlich für eine Stadt? Brüssel. Ah, Brüssel. Ah, okay. Ich verstehe, Leute. Brüssel. Ja, da war ich selber. Da waren wir selber schon mal. Das ist ganz geil eigentlich da, ja. Gut, aber ich werde Türmchen hier aufbauen. Ich werde das hier verstärken mit Türmchen. Ich hoffe, dass ich die jetzt noch aufbauen kann, dass ich noch nicht zu spät bin. Na? Das kann natürlich sein, ja. Aber das geht schon. So, Leute. Das sollte passen. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Ja, ich nehme es nach wie vor an diesem Sonntagabend auf. Und jo, die Bürger hier, die sind halt sehr mutig. Ne? Das ist Waterloo. Ja, gut. Okay, Leute, dann bauen wir Türmchen auf hier. Und was ist das denn hier unten? Was ist das denn hier? Was ist das? Warum ist hier ein Punkt? Die Türme baue ich nämlich gerade hier auf. Deshalb, also... Ja, schauen wir mal, ne? Gut. Ich brauche noch jede Menge Reiter, das ist... Ja, ja. Sir Roland Hill. Okay, verdammt interessant, Leute. Den kann ich aber nicht kommandieren. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Ah, den Wellington. Den Wellington kann ich kontrollieren. Alles klar, aber was haben wir denn hier? Reite mal dahin.
Aber davor speichere ich das nochmal kurz. Unter Briten. Boah, letzte Mission, Leute. Das ist so krass. Letzte Mission. Und der Wellington, der kann mal da hinten hinreiten. So, wir haben nämlich hier unsere Türme stehen jetzt. Der hat gesagt, wir müssen hier uns aufbauen. Gut, dann machen wir das einfach mal. Was haben wir hier noch? Ein paar Dörfer. Okay. Was ist das für eine Farbe? Das sieht ja interessant aus. Habe ich noch gar nicht gesehen, die Farbe. Aber gut. Gut, Leute. Ach, der baut noch 4 Reiter, okay. Naja, gut. Egal, Leute. ja. Hallo. Oh. Wir haben gerade erfahren, dass die Franzosen in großer Zahl unter dem Kommando von Feldmarschall Ney auf Quatre Bras marschieren. Quatre Bras kontrolliert die südliche Straße nach Brüssel. Die Franzosen müssen unbedingt dort aufgehalten werden. Wenn ihre Armee Brüssel erreicht, ist alles verloren. Wo denn jetzt? Die Franzosen greifen erst Quatre Bras an und dann Brüssel an. Gelangt auch nur ein französischer Soldat nach Brüssel, gerät das dort im Exil lebende Königshaus der Bourbonen in Panik, kapituliert vor Napoleon und alles ist verloren. Ja, aber wo ist denn das? Ist das jetzt ernsthaft hier? Und was ist das denn da für einer, hä? Sir? Ernsthaft? Ich habe jetzt die Türme da oben hingebaut, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, Leute. Ah, toll. Wirklich? Die Türme sind nutzlos? Ach, verdammt. Ja gut, egal. Dann halt ohne Türme, dann muss ich das irgendwie ohne Türme versuchen. Ja, so. Dann bauen nochmal 2 hinterher. Dann muss ich das so schaffen, oh Mann. Wirklich? Gut, alles klar, dann erkunde mal weiter hier. Quatre Bras, also, ja. Alles klar. Oh, es regnet. Autosave. Okay. Es regnet, krass. Leute. So, die kommen also hier unten hin, ja. Okay, Leute. Dann. Macht keine Gefangenen. Hier ist aber nichts. Okay, gut. Hier ist noch keiner. Ja, toll. Die Türme hier, die sind jetzt, ja, fail. Aber gut. Was zur Hölle? Oh Gott. Da sind sie doch. Oh, verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Okay. Leute, ich muss los. Sind die bald mal fertig hier? Ja, die sind fertig. Okay. Team 1, hier runter. Los. Hier runter. Och, du Heilige. Die verfolgen den weiter, okay? Oh mein Gott. Sir Wellington, bitte nicht sterben hier. Gut, Krankenhaus habe ich nicht. Ja, egal, kommt. Gut, dann Türme. Mach die kaputt, los. Ach du Scheiße, Mensch. Ah, verdammt. Scheiße. Gut, alles klar. Spiel laden. Ja, ist gut. Ist gut, Jung. Gut, dann muss ich. Dann darf der nicht da unten sein. Okay, alles klar, ich verstehe schon. Gut. Die kommen also zuerst hier hin, okay. Mhm. Ah, dann kommen die danach hier hin, ne? Ich verstehe schon, ja. Okay, Leute. Die sind gleich fertig, das heißt, ich kann die mit nach unten ziehen. Gut. Also erst hier. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon, oh mein Gott. Warum kommen die da schon? Mach schneller den Reiter fertig. So, perfekt. Alles klar, Team 1 direkt bewegen. Direkt hierhin. Für St. Georg, Leute. Okay. Aber hier ist ja ein Wald, ne? Hier ist ja eigentlich... Die Bürger. Wo sind sie denn momentan? Schlagen die Franzosen bei Quatre Bras? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wehe, die kommen jetzt da links raus, ne? Wehe, die kommen jetzt hier durch irgendwo. Das wäre mega fail. Ihr wisst
Das kann sogar sein, oder? Oh nee. Lord, unsere Sache ist in Gefahr. Französische Truppen stehen dicht vor Brüssel. Kommen Sie in die Stadt, ist alles vorbei. Ja, wo denn? Da links oder was? Euer Befehl? Das kann. Wir werden angegriffen. Ach du! Da sind sie doch! Hä? Ah, shit. Okay, gut, nochmal laden, Leute. Scheiße. Okay. Ja gut, alles klar. Gut, dann muss der hier nach links. Alles nach links. Und hier bitte das hier hin und ihr bitte hier hin. So. Das kann doch nicht wahr sein. Ein bisschen Zeit habe ich ja. Ne? Bisschen Zeit habe ich ja. So, Leute. Ja. Gut, dann reitet der mal hier nach links. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, die Türme, die sind da echt nutzlos. Ja, verdammt. Euer Befehl? Die Reiter noch. Für gut. Die für die Stadt, ja. Wie kann ich zu Diensten sein? Herzog von Wellington. Ja, schade, da habe ich keine Turmunterstützung. Ja, dann ist das doof. Gut, Leute, nochmal speichern kurz. Unter Briten, bitte. Weil nochmal neu mache ich die Mission jetzt nicht. Nö. Nö, Leute. So, hier stehen die drei Türme. Hm. Okay. Dann kommt ihr mal bitte alle hier mit nach unten. So, wo ist der? Da ist er. Oh, da kommen sie schon. Okay, alles klar, Leute. Dann nicht immer auf den scheiß Wellesley. So, Leute. Die wollen immer auf den Wellesley. Ja, schön rumziehen. Sehr gut. Schön rumziehen. Da kommen die Nächsten. Alles klar, Leute. Da kommen die Nächsten und alle kaputt machen. So, los. So, mach die im Arsch. Mensch. So, was ist das denn? Feldmarschall Ney. Okay. Marschall Ney und seine Soldaten geben Quatre Bras auf. Sie umgehen Brüssel und wollen Napoleons Heer bei Ligny treffen. Och, wo ist das denn jetzt die schon wieder? Die Engländer haben bei Quatre Bras gesiegt. Bei Einbruch der Nacht kann sich die britische Armee neu formieren. Aber man muss wachsam sein. Wer weiß, wo die Franzosen am Morgen angreifen. Ja, das ist eine gute Frage, Leute. Belagerungswaffen, macht mal bitte Geschwindigkeit hoch, damit ihr mal ein bisschen schneller seid hier. Kanonen, ja. So. Die hätte ich eigentlich auch so machen. Ah, egal. Hä? Warum das denn nicht? Warum hat das nicht gewirkt? Naja, egal. Gut, was ist jetzt hier? Die Franzosenarmee unter Napoleon wird im Morgengrauen angreifen. Seine Soldaten dürfen Brüssel auf keinen Fall betreten. Ja, wo kommen sie denn? Verdammt. Ah, die ziehen sich zurück. Ja, toll. Franzosen ziehen sich mal wieder zurück. So, wir haben nicht genug... Was? Nicht genug Stein, ja. Dann ist egal. Ich könnte eigentlich ein Krankenhaus gebrauchen, ne? Aber... Hm. Wir haben keinen Heiler, das ist das Problem. Der kann nicht heilen. Der kann nicht heilen. Ich hoffe, dass der hier hinkommt, wirklich. Ja, und nu? Machen wir nochmal speichern, bitte. Jeden Fortschritt irgendwie sichern. So, Leute. Das ist schon mehr anspruchsvoll, ja, muss ich sagen. So, dann kommen wir hier hin. Der heilt sich zum Glück ein bisschen. Hier hätten wir noch Steine, ne? Da hätten wir noch Steine. Moment. Können wir da noch ein... Ja, wir können. Sehr gut. Wir könnten da noch ein Dings aufbauen. Hätte ich eigentlich schon vorher machen können, ich Idiot. Aber gut. So, was machen wir jetzt? Da kommen sie. Da kommen sie doch. Ich hab's ja doch gesehen da. Ich sehe euch, Leute. Sie werden den Tag verfluchen, ganz genau. Ui, Belgien, okay. Dann warten wir mal auf... Gah, oder? Die Franzosen bereiten sich unter Napoleon persönlich darauf vor, Mont-Saint-Jean anzugreifen.
Wo ist denn Mont-Saint-Jean? Die Franzosenarmee greift an. Sie darf Mont-Saint-Jean auf keinen Fall passieren und in Brüssel einmarschieren. Gelangt auch nur ein französischer Soldat. Ja. Alles ist verloren. Was ist das denn? Preußen! Ah, Leute, die Deutschen helfen uns. Ja. Sehr, sehr gut. Ah, die kommen hier unten hin. Tatsächlich, wie geil. Wie geil, die kommen tatsächlich in meine Türme. Yes. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Alles klar. Der Wellesley, ja. Die Preußen, die helfen uns sehr, sehr gut. Ah, egal. Das sollten wir geschafft haben hier. Yes. Sehr gut, Leute. Oh, geil. Boah. Ach du Scheiße. Das sind aber viele hier, ja. Das sind aber viele. So. Wir haben hier noch Punkte, aber ist egal. So, Leute. Dann, Team 1 ist nicht mehr so groß, aber ist in Ordnung. Wir haben Kanonen, Leute. Waren das alle? Haben wir es jetzt? Oh Mann. Haben wir es jetzt? Da waren die Türme doch noch zu was nutzen. Yes, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute, oh mein Gott. Eine weitere Generation europäischer Aristokratie wurde erhalten, aber nicht für lange. Napoleon hatte sicher recht. Ihr privilegierter Status kann nicht ewig dauern. Aber leider werden weder er noch ich den Wandel erleben. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wie geil. Wie geil. Die englische Kampagne ist durch. Krass. 1814, ja. 1814. So, wir haben Quatre Bras besiegt. Ja, gut. Gut, Leute. Sir Wellesley, ja. Herzog von Wellington. Ja, ganz genau. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Die englische Kampagne ist Geschichte. Und ja, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal kurz. Aber ich mache jetzt die deutsche Kampagne, fange ich in der nächsten Folge an, weil... Ja, die Folge, die hat jetzt wirklich nur noch 5 Minuten oder so und das lohnt sich nicht, finde ich. Also von daher wird diese Folge mal ein bisschen kürzer. Jo. Die Frage ist, warum habe ich hier keine Musik im Hauptmenü? So, Mensch, Audio. So, ah, okay, passt. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir die englische Kampagne abgeschlossen und da zum Abschluss geht es in die deutsche Kampagne, Leute. Alles klar, aber das sieht, da seht ihr schon, das ist schon ein anderes Zeitalter, ja. Hier mit Weltkrieg und alles, Roter Baron, das wird verdammt interessant. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.